Auch schön. Wie groß ist dein Fächer, Ella? Ja. Hello, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich dachte mir, wir machen es uns mal wieder so ein bisschen gemütlich, weil ich mir vorstellen kann, dass einige von euch jetzt gerade in Urlaubsvorbereitungen stecken oder vielleicht auch mitten im Urlaub sind und einfach Lust haben, sich vielleicht einen kleinen Moment zu mir zu setzen und ein bisschen zu schnacken. Also, wenn ihr Lust habt, setzt euch gern dazu. Ich habe euch um Fragen gebeten, die habt ihr mir geschickt und die beschnacken wir jetzt heute. Ihr könnt wie immer gerne auch euren Senf zu den Fragen dazu geben. Ist jetzt hier nicht nur so eine One-Woman-Show. Ich mag auch gerne mal den Input von euch, wenn ihr Lust habt, wenn ihr aber auch einfach nur Lust habt, euch berieseln zu lassen. Dann ja, setzt euch einfach dazu und während ihr euch was zu trinken holt, ganz kurz ein großes Dankeschön an Emma Matratzen fürs Sponsoren dieses Videos. Ihr wisst, ich liebe meine Emma Matratze oder wir lieben die Emma Matratzen, die wir im Haushalt haben. Seit 2,5 Jahren, glaube ich, habe ich diese hier drauf. Seit einem Jahr noch ein Topper oben drauf. Also ich sag mal so, die Hybrid 25, die ich jetzt hier drauf habe, die ist schon sehr gut, aber mit Topper hat das so ein richtiges Hotelgefühl. Das ist großartig. Wimmis 25er haben wir seit letztem Jahr drauf und wir lieben die total. Wir haben ja auch super viel Besuch. Wir haben ganz oft so Sleepover und so weiter. Das heißt, in diesem Bett haben auch schon die unterschiedlichsten Leute geschlafen. Große, kleine, ältere, jüngere, Kinder, Erwachsene, Omas, Opas, Hunde, Katzen, irgendwie jeder. Und alle lieben diese Matratzen, weil die wirklich richtig, richtig gemütlich sind. Ich glaube, mein größter Favorit ist, dass man zum einen oben ganz leicht den Stoff abmachen kann, um die zu waschen. Gerade mit Kindern super praktisch. Oder wenn man oft Kaffee im Bett verkleckert. Ich nenne keine Namen, Ella. Wimmy und ich beide schlafen wie Wale. Wir werfen uns beide so ein bisschen, wenn wir uns umdrehen. Das ist ganz cool mit dieser Matratze, weil die so ein bisschen druckausgleichend ist. Das heißt, wenn Mimi hier auf der Seite den Wal macht, kriegt es auf der Seite gar nicht mit, wenn man diese Erschütterung gar nicht merkt, wie das ja ganz häufig bei so durchgehenden Matratzen ist. Trotzdem können wir auch beide schlafen wie ein Seestern, weil wir keine Bettritze haben sozusagen. Ich liebe das sehr, ich kann die sehr empfehlen. Das Coole ist, dass ich jetzt nicht nur einen Code für euch habe, mit dem es 5% gibt, sondern es gibt bei Emma auch gerade einen Summer Sale. Das heißt, guckt da unbedingt vorbei, wenn ihr sowieso darüber nachgedacht habt. Gibt ja diese 25 Flip-Matratze, die man drehen kann, je nachdem, wie man gerne schlafen will. Die ist gerade für 35% reduziert. Die Klassik-Flauschkissen, die Klassik-Decke und auch die Topper sind gerade zu 50% reduziert. Mit meinem Code gibt es dann nochmal 5% Rabatt. Das ist also wirklich ein richtig, richtig guter Deal. Wenn ihr sowieso drüber nachgedacht habt, guckt euch da gerne mal um. Ich packe euch alle Infos in die Infobox und das Ganze gilt noch bis zum 2.8. Und an die, die sagen, boah, ey, online eine Matratze bestellen, nachdem ich vorher nie drauf gelegen habe, weiß ich nicht. Es gibt bei Emma 100 Tage Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, ihr könnt die bestellen, ihr könnt die Probe liegen und nicht nur eine Woche, sondern wirklich auch intensiv testen und für euch feststellen, schlafe ich darauf besser? Ist es wirklich so, wie die Ella Truller sagt oder nicht? Und wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr sie einfach zurückschicken. Das finde ich sehr, sehr fair. Das heißt, alle Infos, Code und so weiter findet ihr in der Infobox. Wenn ihr Lust habt, guckt da vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir mal mit dem Video. Oh, ich liebe die Frage, obwohl ich die schwer zu beantworten finde. Was macht dich glücklich? Ich glaube, dass jeder die Frage anders beantwortet, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle sagen, okay, das ist so die eine Sache, die jeden glücklich macht. Jeder ist ja so ein bisschen auch, glaube ich, in seinem Leben auf der Suche danach, was macht mich denn persönlich glücklich? Wenn der eine sagt, boah, mich macht es glücklich, Berge zu besteigen, und der nächste sagt, bist du wahnsinnig, dann sieht man ja schon, wie da so die Diskrepanz sein kann. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man die Frage beantwortet, an welchem Punkt des Lebens man gerade ist. Wenn es gerade irgendwie einen unerfüllten Wunsch gibt, glaube ich, hat man ganz oft das Gefühl, okay, das ist dann der Punkt, an dem ich wirklich richtig glücklich bin. Ich glaube, ich für mich, und das klingt jetzt richtig abgedroschen, aber ich meine es wirklich so, wie ich sage, durch die Erfahrung der letzten Jahre habe ich einfach gemerkt, dass Glück für mich vor allem in den ganz kleinen Momenten steckt. Ich glaube, das habe ich mir auch so ein bisschen abgeguckt von meinem Opi, der Erste war, der gesagt hat, irgendwie am Wegesrand steht eine hübsche Blume, guck dir die an, der auch immer so unseren Blick, fast so einen kindlichen Blick auf so diese Kleinigkeiten um uns rum gelenkt hat. Und ich glaube, das habe ich mir auch so ein bisschen angeeignet in den letzten Jahren, so die kleinen Dinge zu sehen und sich wirklich auch klar zu machen, jeden Tag, an so lauter Kleinigkeiten, wie viel Glück man eigentlich hat im Leben. Und nein, mein Leben ist nicht perfekt und nicht alles ist super. Und es gibt auch ganz oft Momente, in denen ich traurig bin oder überfordert oder wütend, aber überwiegend merke ich einfach, dass ich von sehr viel Glück umgeben bin und ich glaube, das kommt auch daher, dass ich meinen Blick immer wieder darauf lenke. Und gerade so die letzten Wochen hat mich total glücklich gemacht zu sehen, wie krass Vimy wächst, auch wenn das gleichzeitig mit so einer totalen Melancholie irgendwie einhergeht, dass er jetzt immer größer wird und natürlich auch immer eigenständiger und immer mehr Momente hat, wo er Mami und Papi nicht braucht.
Mich macht Spontanität glücklich, wenn jemand spontan sagt, weißt du was, wir lassen alles liegen und wir fahren jetzt einfach an den See. Wir lassen alles stehen und liegen, packen unser Abendbrot ein und fahren an den See und essen es da und gehen nochmal schwimmen und bleiben ein bisschen länger wach. Ich mag gerne Zelte bauen mit mir im Wohnzimmer. Ich mag gerne auf dem Balkon übernachten. Ich liebe meine Freunde. Ich weiß, es klingt auch immer so abgedroschen, aber ich bin wirklich so unfassbar dankbar für die Menschen in meinem Leben. Ich fühle mich einfach durch die Menschen in meinem Leben so gesehen und gehalten und unterstützt und sicher irgendwie. Und ich kann mich wirklich glücklich schätzen, diese Menschen in meinem Leben zu haben, auch wenn ich nicht jeden von ihnen jeden Tag höre und teilweise auch Tage und Wochen dazwischen sind, in denen wir wirklich einfach alle so in unserem Leben stecken. Aber ich weiß, dass dieses Support-System da ist und wenn ich Piep sage, dass sie ja mich nicht alleine lassen, das ist so ja wahnsinnig großes Glück. Ich kann diese Liste noch ewig weiterführen, aber das sind so die Dinge, die mir spontan in den Kopf kommen. Ja, ausgiebig lachen und sich leicht fühlen, das macht sehr viel Glück für mich aus. Hi! Was war der Auslöser für dich, um an dir zu arbeiten? Ich glaube, dass ich ein paar Jahre immer wieder gespürt habe, wie eingeschränkt ich bin. Gerade so Anfang 20, als so die ersten bei uns aus der Klasse dann so mutige Entscheidungen getroffen haben und rausgegangen sind in die Welt und sich ausprobiert haben und so weiter, habe ich deutlich gespürt, wie angstgesteuert ich war. Ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich wirklich sehr viel Angst vor allem hatte, davor, was andere über mich denken, davor Entscheidungen zu treffen, davor Verantwortung zu übernehmen, davor was Blödes zu sagen, Angst vor der großen Stadt, Angst vor Veränderungen und so weiter und Angst vor Verlust. Ich glaube, das werde ich nie ablegen, weil ja irgendwie einer meiner Grundpfeiler für mein Wohlbefinden schon auch mein soziales Umfeld ist. Aber insgesamt habe ich immer wieder festgestellt, wie eingeschränkt ich mich dadurch gefühlt habe. Und das ist der andere Teil in mir. In mir kämpft so ein ganz großes Bedürfnis nach Freiheit. Nicht nach Ungebundenheit oder Freiheit von Menschen, sondern der Freiheit, ich selbst sein zu dürfen. Und das ist sowieso auch Anfang 20, wenn ich so zurückgucke, ganz krass in mir immer wieder kollidiert miteinander. Diese Angst, die ja auch ein Stück weit anerzogen ist, weil Menschen in einem im eigenen Umfeld ja auch angstgetrieben sind oder aufgrund ihrer Erfahrung eben vorsichtiger sind als andere oder so, dass man da sich viel abguckt und übernimmt. Aber ich habe ganz stark gespürt, dass ich damit sehr, sehr unzufrieden war und dass ich eben nicht gesagt habe, gut, dann bin ich ein ängstlicher Mensch, dann bleibe ich in meinem Dunstkreis und es ist ja auch völlig fein. Ich habe nur gemerkt, dass ich mich dadurch einfach so angekettet gefühlt habe. Und ich glaube, der größte Auslöser für mich, wirklich zu sagen, ich arbeite jetzt an mir, war Vimy. Es gab vorher schon Momente, in denen ich da auch bewusst mich in Ängste begeben habe, Thema Autofahren, dass ich eben gesagt habe, okay, ich habe Schiss, in Berlin Auto zu fahren, ich will die Ängste Stück für Stück abbauen und mir dann immer wieder Autos gemietet habe, diese Car2Go, die es damals gab, und einfach durch Berlin gefahren bin, schreiend und heulend und erstmal kleine Strecken und dann immer größere, einfach um das für mich mir Stück für Stück zu erkämpfen, dieses bisschen freier zu sagen, nee, ich habe keine Angst, in Berlin Auto zu fahren, ich setze mich ins Auto und fahre los, so wie es jetzt ist. Das ist für mich nicht natürlich gekommen, das muss ich mir erkämpfen. Und als Vimy kam, war mir, je älter er wurde, immer mehr klar, dass es das eine ist, ihn zu versorgen und ihm Dinge beizubringen, Dinge auszusprechen und zu erklären, aber dass er sich das Allermeiste darüber abguckt, was ich selber tue. Wenn ich A sage und selber B mache, dann wird er sich B abgucken. Und diese Erkenntnis zu sehen, wie er Dinge adaptiert, die ich tue, war ein ganz großer Augenöffner für mich, weil ich gedacht habe, es geht jetzt nicht mehr nur um mich und darum, dass ich irgendwie so einen Selbstverwirklichungstrip habe und irgendwie deswegen an mir arbeiten will, sondern es geht auch darum, meinem Kind kein Päckchen mitzugeben oder zumindest ein möglichst kleines Päckchen. Ich glaube, wir alle geben unseren Kindern was mit, so wie unsere Eltern das ja auch getan haben. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen, über Kriegsgenerationen und die Traumata, die da von einer Generation an die andere getragen wurden und den großen Luxus, dass wir heutzutage uns dem stellen können und viel bewusster auch mit Therapie umgehen und mit mentaler Gesundheit und so weiter. Das ist ein riesengroßer Gewinn. Und ich sehe, dass ich ganz viel der Dinge, die meine Mutter noch mitgegeben bekommen hat oder mein Vater durch ihre Eltern, die das auch wiederum mitbekommen haben, weil es eben zu dem Zeitpunkt noch keine Möglichkeit gab, das so zu bearbeiten, dass ich vieles davon schon bearbeiten konnte für mich, um es in meinem Leben anders zu machen. Und es gibt trotzdem noch viele, viele Dinge, die ich auch nicht gut im Griff habe oder wo ich in Verhaltensmuster falle oder wo Ängste hochkommen, die einfach nichts mit der Realität zu tun haben. Und diese Dinge gehe ich bewusst an, um sie einfach für mich zu verändern natürlich, aber auch um sie für Vimy zu verändern, damit der eben keine Mama hat, die
angstgetrieben ist und übervorsichtig, die sich Dinge verbaut, weil sie einfach keinen Mut hat zu springen, die aber auch nicht die Augen zumacht und wahllos alles macht, sondern die schon auch den Kopf mitnimmt, wenn das Herz eine Richtung zeigt. Und ich möchte einfach, dass er sich möglichst viel Gutes abgucken kann von mir, und deswegen versuche ich, die beste Version von mir zu sein, die ich sein kann, ohne, und das ist ein bisschen die Schwierigkeit, zu hart mit sich selbst zu sein und den Anspruch zu hoch zu schrauben, denn am Ende sind wir alle nur Menschen und wir können auch nur, ja, in kleinen Schritten Stück für Stück uns verändern in Richtungen, in die wir uns verändern wollen. Was nicht heißt, dass man sich generell verändern muss, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das muss jeder für sich selber wissen. Aber ich bin froh, dass ich natürlich auch durch den Luxus der Therapie viele Dinge wirklich angucken konnte, verstehen konnte und immer noch dabei bin, vieles, vieles abzulegen. Und ja, das ist einfach ein Geschenk. Wie hast du entdeckt, dass du bisexuell bist? Ich glaube, ihr wollt jetzt so den einen Moment hören, ne? Es gab schon auch Momente, in denen es mir noch mal klarer geworden ist, aber ich glaube, ein Teil von mir wusste das immer. Die ersten Menschen, in die ich mich verliebt habe, waren alles Frauen. Und ich habe eine ganze Weile gedacht, okay, mit mir ist irgendwas gar nicht in Ordnung, weil ich auch so, als so die ersten Mädels in der Klasse, in der Grundschule damals noch so Kelly-Fans wurden oder Backstreet Boys, Take That und so. Und dann ging es darum, welcher von den Jungs ist am schönsten und wen findet man toll, mit wem wäre man gern zusammen. Habe ich viele Situationen gehabt, an denen es dann hieß, oh hier, welchen findest du am coolsten? Und ich irgendwie den hier gemacht habe, den, und dachte, okay, ich finde die alle gar nicht irgendwie interessant. Ich fand meine Lehrerinnen toll oder Frauen auf der Straße habe ich mir angeguckt. Aber ich habe das lange nicht zusammengebracht und war dann sehr erleichtert, als ich mich das erste Mal wirklich ganz dolle in einen Mann verliebt habe. Das war dann schon auch so ein Moment von, okay, Gott sei Dank, ich bin normal, denn ich glaube, das ist auch was, was vielen nicht so bewusst ist, die heterosexuell sind, dass das irgendwie was ist, was man sich aussucht. Ich glaube, die allermeisten von uns wollen einfach dazugehören. Niemand will eine Special Snowflake sein und irgendwie anders als die anderen und nicht gemocht werden oder irgendwie seltsam sein. Gerade in dem Alter, so Anfang Pubertät oder mitten in der Pubertät, will man einfach normal sein wie die anderen. Und ich war sehr erleichtert, als ich dann zumindest mich in einen Mann verliebt habe und dachte, okay, nee, ich bin normal. Ich habe aber immer wieder gespürt, dass es so Tendenzen gab auch und konnte das nie so richtig einordnen. Und dann habe ich damals tatsächlich auf YouTube auch Melanie Murphy entdeckt, die zu dem Zeitpunkt, als ich sie entdeckt habe, ganz, ganz viel darüber gesprochen hat und auch beschrieben hat, wie es ihr so ging in der Kindheit, in der Pubertät. Und ich dachte so, ah, guck mal, das bin wohl ich. Und ich habe mich sehr wiedergefunden in dem, was sie gesagt hat, wie es ihr ging und so weiter und auch wie sie heute sich in Menschen verliebt und was so, worauf sie das Augenmerk legt und ganz, ganz viel davon hat sehr resoniert mit mir. Man hat so Imposter-Syndrom. Wenn man gerade mit einem Mann zusammen ist, denkt man so, naja, also keine Ahnung, vielleicht so Männer 80 und Frauen 20%, weiß ich nicht, ich kann mich in Frauen verlieben, aber ob ich wirklich mit denen intim werden will, weiß ich nicht. Wenn man dann mit einer Frau zusammen ist, denkt man, ich kann nie mit einem Mann wieder zusammen sein, das geht ja gar nicht. So viel besser, aber das wechselt eben, weil das nicht an dem Geschlecht für mich hängt, sondern einfach an der Person. Bin sehr froh, dass ich da eine Bezeichnung für habe. Auch das können oft Leute nicht verstehen, das finde ich auch spannend, dass man sagt, ja, man muss nicht alles labeln, das stimmt schon, aber es gibt Leute wie mich zum Beispiel, denen das hilft, das benennen zu können, um sich auch austauschen zu können, um einen Begriff dafür zu haben, zu sagen, hey, ich bin bisexuell, du auch, wie gehst denn du damit um? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Weil der Austausch einem auch im Nachhinein hilft, Sachen besser zu verstehen und zu verarbeiten, die man durchlebt hat in der Zeit, in der man sich selber komisch fand. Und von daher, ja, ist das so ein bisschen meine Geschichte, die wahrscheinlich sehr, sehr vielen Geschichten da draußen ähnelt. Das Thema Jungs- und Mädchensachen, wie gehst du damit um? Ich erweitere das jetzt einfach mal kackendreist auf, wie gehen wir damit um? Wir haben nie ein Label an Klamotten gepackt oder an Spielzeug. Ob das jetzt irgendwer als Jungsklamotte bezeichnet oder als Mädchenklamotte, als Jungsspielzeug oder Mädchenspielzeug, das ist für uns ziemlich irrelevant. Was so Klamotten angeht, haben wir einfach am Anfang gebrauchte Klamotten gekauft und dem angezogen, was es da in diesen Paketen gab. 20 Bodies, 20 Pullover, ist mir doch Banane, welche Farben die haben. Hauptsache, es ist warm genug und das Kind ist gut angezogen. Wenn wir jetzt Sachen neu kaufen, ist auch in jeder Saison mal so ein, zwei Teile kaufen wir neu, ansonsten kaufen wir immer noch das meiste einfach gebraucht. Achte ich schon darauf, dass es Farben sind, die gut zu Wimmy passen und seinem Hautton passen, was eben unter anderem auch Blautöne sind. Aber das mache ich nicht, weil ich irgendwie denke, okay, er ist ein Junge, er muss Blau tragen. Ich finde tatsächlich diese Diskussion um Farben, und ich hoffe, ich trete damit niemandem auf den Schlitz, aber ich finde es wirklich auch ein bisschen lächerlich, dass sich darüber so ausgetauscht wird, ob es okay ist, dass Jungs rosa tragen, wenn es vor nicht allzu langer Zeit in Königshäusern normal war, dass die kleinen Jungs diejenigen waren, die rosa getragen haben, weil rosa das kleine Rot war.
war. Das war die Farbe der Prinzen, während die Mädchen blau getragen haben. Und ich finde es so mühselig, sich darüber auszutauschen, weil es einfach so eine gesellschaftliche Entscheidung ist. Das ist jetzt die Farbe dafür, das ist die Farbe dafür und alle müssen sich dran halten und ich glaube an sowas einfach nicht. Wenn Wimmy kommen würde und sagen würde, er findet das rosa Kleid da schön, dann soll er das rosa Kleid anziehen. Er selber hat jetzt noch nie Interesse gehabt an rosa Kleidern oder an Kleidern generell, aber wenn er jetzt sagen würde, er hätte Bock, das anzuziehen, warum nicht? Soll er es machen? Soll er sich ausprobieren? Für mich geht es nicht darum, dass er funktioniert oder in eine gewisse Rolle passt, die ich ihm gerne aufdrücken will, sondern für mich geht es darum, dass er jede Möglichkeit nutzen kann, sich selbst auszudrücken. Und in seinem Kinderzimmer findet man sowohl Autos als auch Dinge zum Basteln, als auch einen rosa Puppenbuggy, mit dem er seine Teddys rumfährt. Ich finde es einfach wichtig, dass Kinder sich entwickeln dürfen und nicht eingeschränkt werden, solange es andere nicht einschränkt, sondern ihnen einfach Möglichkeiten gegeben werden, sich auszudrücken, um wirklich rauszufinden, wer bin ich denn? Was macht mich denn aus? Denn das kriegen wir nicht raus, indem wir das gesagt bekommen. Ich glaube, das hat unsere Generation schmerzlich erlebt, dass wir ganz oder ganz viele von uns eben aufgewachsen sind als People-Pleaser, die machen, was ihnen gesagt wird und dass wir jetzt dann später in den Ende 20ern, Anfang 30ern, Mitte 30ern oder vielleicht auch fast 40ern immer noch dabei sind, rauszukriegen, wer wir sind und was wir mögen, weil wir es teilweise gar nicht gut benennen können. Und ich finde es wichtig, dass Wimmy das benennen kann und mir sagen kann, das mag ich nicht. Und dazu gehört, dass er es ausprobieren darf. Umziehen für neuen Job. Gefühl sagt ja, Kopf zweifelt. Wie entscheiden? Ich finde es ein sehr klassisches Szenario, muss ich sagen. Und ich kann dir nur sagen, wie ich damit umgehe. Ja? Das heißt nicht, dass du damit auch umgehen solltest, so wie ich das tue. Aber in so einem Szenario finde ich schon mal gut, dass das Gefühl ja sagt. Das Gefühl ist für mich immer, und da ist auch nicht jeder so, aber für mich stimmt das, das Gefühl ist immer so der Indikator. Okay, mein Gefühl zieht mich in die und die Richtung. Mein Gefühl zieht mich in die Entscheidung. Das Wichtigste ist halt, den Kopf dann auch mitzunehmen und nicht einfach impulsiv was zu entscheiden, sagen, ich ziehe um, weil jetzt gerade habe ich Bock drauf, übermorgen sehe ich es vielleicht anders. Wenn der Kopf Zweifel äußert, ist es für mich persönlich immer ganz wichtig zu gucken, woher kommen die? Sind das alte Glaubenssätze, wie zum Beispiel, keine Ahnung, dieser und jener Job ist generell eine ganz schlechte Idee, weil man hat da immer schlechte Berufschancen, weil mir das irgendwann mal eingetrichtert wurde? Oder sind es alte Selbstzweifel, wie du bist zu dumm, zu klein, zu unwissend, du kannst das gar nicht, Imposter-Syndrom, was man ja auch regelmäßig mal hat? Oder sind es berechtigte Zweifel? Denn das ist ja auch was, was man bedenken muss, wenn der Kopf sagt, Vorsicht, dass man sich dann anguckt, was genau ist gerade die Angst, die dahinter steht. Weil manchmal ist es auch keine unbegründete Angst. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei dem Szenario überlege, es wäre jetzt zum Beispiel ein neuer Job in der Stadt, auf die du mehr Bock hast, aber du würdest weniger Geld verdienen und der Kopf sagt, na, ob das finanziell so eine gute Sache ist, die Mieten sind da teuer und so weiter, würde ich mir den Zweifel konkret angucken und sagen, okay, ich rechne es durch. Was kostet denn im Durchschnitt eine Wohnung in dieser Stadt? In welchen Stadtteilen kann ich vielleicht auch günstiger wohnen? Habe ich Aufstiegschancen in dem Job, um das dann irgendwann auszugleichen? Oder habe ich weniger Stunden in dem Job, dass ich einen Nebenjob machen könnte mit irgendwas, worauf ich auch voll Bock drauf hätte. Dass man da für sich einfach das wirklich zwar herzensmäßig den Impuls nimmt, aber dann durchdenkt und wirklich auch ehrlich mit sich ist und sich nicht versucht, in die Tasche zu lügen. Denn manchmal ist so die Impulsentscheidung so groß, dass man sagt, das wird schon alles. Aber ich glaube, es ist immer gut, den Kopf auch ein bisschen anzuschalten und solche Entscheidungen auch klug zu fällen, um hinterher zu sagen, man kann ungefähr einschätzen, auf was man sich da begibt. Und natürlich bleibt immer, immer, immer bei allen Entscheidungen Restrisiko. Ich persönlich bin immer Team Springen, auch wenn man auf die Fresse fällt, weil es einfach eine Möglichkeit ist zu lernen und weil man die wenigsten Sachen wirklich im Kopf so durchdenken kann, dass man am Ende weiß, was die richtige Entscheidung ist. Das Allermeiste muss man probieren. Bereust du Freundschaften, die ein Ende gefunden haben, egal welchen Grund es hatte? Nein. Ich glaube sowieso nicht so richtig ans Bereuen. Ich glaube schon, dass es Dinge gibt, große Fehler, die man machen kann in seinem Leben, wo man hinterher sagt, Mann, scheiße, das hätte ich echt nicht machen dürfen. Aber ich glaube, bereuen ist nicht so ein hilfreiches Gefühl. Es gibt eigentlich keine Verbindung der letzten Jahre jemals, die ich wirklich bereue. Es gibt klar Situationen, in denen ich jetzt denke, scheiße, ich hätte besser prüfen sollen oder ich hätte nicht so einen Vertrauensvorschuss geben sollen. Ich hätte meinen eigenen Frieden ein bisschen besser beschützen sollen, aber es ist dann was, was in meiner Verantwortung gelegen hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich auf irgendwelche Freundschaften zurückgucke und sage, boah, das hätte ich nicht machen dürfen. Ich glaube, dass mir jede Verbindung was gegeben hat und ich hoffe auch, die Personen, die mit mir befreundet waren und es jetzt nicht mehr sind, dass sie aus diesen Verbindungen was ziehen konnten. Aber das ist eben auch so eine Sache. Im Leben begegnet man Menschen, die man für immer bei sich hat, die nicht gehen, die einfach da sind und man spürt diese Gewissheit,
da ist einfach eine Verbindung, die bleibt. Dann gibt es Menschen, die so für einen Abschnitt im Leben total wichtig sind, mit denen man wahnsinnig viel Zeit verbringt, die einem total viel geben, aber die man dann auch irgendwann in Liebe wieder gehen lassen muss, weil man sich eben vielleicht komplett unterschiedlich entwickelt. Auch wenn es einen Streit gab, das kann ja auch ein Indikator dafür sein, dass man nicht mehr so gut zusammenpasst. Ich sitze hier wie so eine alte Frau, die so tut, ne, als wenn sie so den inneren Zen gefrühstückt hat und dann am Ende von so einer Freundschaft da sitzt und sagt, ja, du, gar kein Problem, geh in Frieden. Natürlich gehe ich da auch durch Phasen und Trauer und Wut und alles ist dabei, weil ich nicht gut darin bin, Menschen gehen zu lassen. Aber ich habe immer im Nachhinein dann, wenn so ein bisschen Zeit vergangen ist, einen persönlichen Gedanken gefunden und immer am Ende gesagt, ey, das hörst du nicht mehr, wenn ich das jetzt ausspreche, aber ich bin dir dankbar für die Zeit, die wir hatten. Und ich werde diese Glücksmomente, die wir zusammen hatten, die schönen Erlebnisse, die Lachkrämpfe und die, ja, das pure Glück, was man ja auch mit solchen Menschen erleben darf, das werde ich nicht vergessen. Das habe ich in meinem Herzen eingeschlossen und ich hoffe einfach, dass es dir gut geht. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, diesen Punkt zu erreichen, weil man sich sonst auch mit der Zeit selbst vergiftet. Wenn man sehr, sehr lange einen Groll hegt oder eine Wut behält und immer wieder spürt, wie das so in einem hochwuchtet, wenn man an diese Person denkt, glaube ich, ist es wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt und versucht, das loszulassen. Ich kann wirklich nur empfehlen, Briefe zu schreiben. Ich habe sehr, sehr viele Monate Sprachnachrichten aufgenommen an jemanden, um einfach da auch meine Frustration, meine Enttäuschung, meine Trauer loszuwerden und das in irgendeiner Form zu kommunizieren, auch wenn ich diese Sprachnachrichten nie abgeschickt habe, weil es mir geholfen hat, die Dinge auszusprechen, sie mich sagen zu hören und am Ende dann wirklich auch einen persönlichen Punkt damit zu finden. Wirst du uns mehr bei deiner Bucketlist mitnehmen? Ja, 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 ja. André und ich, wir haben in den letzten Wochen so viel gedreht. Die Leute, die Podcast hören, die haben es ja schon 100-mal gehört. Also wir haben letzte Woche beispielsweise wirklich jeden Tag gedreht. Wir waren ständig unterwegs und ganz viel davon können wir gar nicht benutzen, weil wir uns immer noch ausprobieren und so weiter. Ich würde wirklich sehr, sehr gerne diese Bucketlist-Videos auch wie so kleine Tagebucheinträge gestalten und die so mit euch teilen, dass es nicht nur so ist, hey, guck mal, ich habe mich tätowieren lassen, sondern eben auch ja, zu erklären, was drumherum passiert, warum es wichtig ist für einen, verschiedene Sachen in seinem Leben mal gemacht zu haben und auch wie Leute von euch das sehen. Wir fahren zum Beispiel nächste Woche sehr, sehr lange mit dem Zug, um ein Interview zu führen und ich freue mich da total drauf, einfach diese Dinge auch einzufangen, nicht nur meinen Input zu haben, sondern auch den von euch. Und es wird auch in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder Aufrufe geben bei Instagram, wenn ich sage, hey, ich brauche Leute, die zu dem und dem Thema was sagen können, um einfach dann euch auch damit einzuweben. Also ja, ich werde euch auf jeden Fall teilhaben lassen. Ich hoffe, dass wir bald fertig werden mit den ersten Videos. Ich glaube, ich muss langsam aufhören, meinen Anspruch immer noch höher zu schrauben und einfach anfangen rauszuhauen, was wir gemacht haben. Aber das ist, glaube ich, auch immer so, ne? Wenn man will, dass was richtig, richtig gut wird, dann stapelt man immer höher und will immer mehr und hat immer höhere Ansprüche, bis man irgendwann so verharrt und ich hoffe, dass ich da nicht ankomme. Aber diese Videos sind aus irgendeinem Grund sehr, sehr, sehr wichtig für mich geworden, weil ich zum einen das Gefühl habe, das ist nochmal so ein richtiger Ausdruck dessen, an welchem Punkt ich gerade bin und ich merke auch im Austausch mit Freundinnen und auch so im direkten Umfeld, wie vielen Leuten das so auch nochmal einen Schub gibt, auch selber mal zu überlegen, was will ich eigentlich machen auf meiner Bucketliste und was ist für mich eigentlich noch wichtig. Und zum anderen weiß ich auch nicht, wie lange es YouTube noch geben wird und wie lange es überhaupt noch Leute gibt wie euch, die hier sitzen und diese Sachen gucken. Das Internet ist eine Wundertüte, wir wissen nie, wie lange irgendwelche Plattformen sind und wie sich das alles so entwickelt und so weiter, aber solange YouTube da ist, möchte ich einfach, ja, Dinge mit euch teilen, mit denen, die schon so viele Jahre mit dabei sind und die durch so viele Phasen mit mir gegangen sind. Um Gottes Willen, einige haben wirklich durchgezogen mit mir, andere sind immer mal wieder gegangen und wiedergekommen, was auch total okay ist. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin diese Serie mir schuldig, aber ich bin sie vor allem auch euch schuldig. Und ich glaube, deswegen stecke ich da gerade so viel rein und hoffe, dass man es am Ende auch irgendwie sieht. Weil es mich aktuell selbst beschäftigt, hättest du Vimi gerne jünger bekommen? Also ich für mich nein. Ich weiß aber, dass du die Frage stellst, weil du ja für dich überlegst. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen die Krux. Du kannst nicht, indem du andere fragst, rauskriegen, wie dein eigenes Tempo ist. Den Fehler habe ich auch lange gemacht. Ich glaube, ich für mich habe die richtige Entscheidung getroffen damit, dass ich später Mama geworden bin. Auch wenn es nicht nur eine Entscheidung war, sondern auch aufgrund der Umstände, weil es eben bei uns gedauert hat, bis ich schwanger geworden bin. Aber für mich war das auf jeden Fall die richtige Antwort. Ich weiß, dass meine Omi damals, und ich bin meiner Omi super ähnlich, immer wieder zu mir gesagt hat, lass dir bloß Zeit mit dem Kinderkriegen. Sie kam ja aus einer Generation, wo man deutlich früher Kinder bekommen hat, wo das auch normal war und wo man auch noch deutlich früher den Druck gespürt hat, als wir ihn jetzt spüren. Und ich sehe das auch als totales Privileg an, dass ich das entscheiden durfte, später Kinder zu bekommen und erstmal beruflich sozusagen stabil zu stehen.
Wenn ich mir für mich überlege, als jemand, der ein totaler Spätzünder ist, ich wäre durch diese Wochenbett-Depressionssituation gegangen mit weniger Lebenserfahrung, weiß ich nicht, ob ich das gepackt hätte, muss ich ehrlich sagen. Also für mich war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, später Mama zu werden und ein bisschen gefestigter an mir zu sein, auch wenn das Mama-Sein mich nochmal ganz krass verändert hat. Heißt aber nicht, dass das für andere die richtige Entscheidung ist. Ich habe Mamas in meinem Freundeskreis, die deutlich jünger sind, die mindestens einen genauso guten Job machen, wenn nicht auch deutlich bessere Mamas sind als ich. Je nachdem, von welchem Punkt man guckt und so weiter. Wir haben ja alle unsere Stärken und Schwächen, aber ich glaube, Alter spielt da gar nicht so eine Rolle. Am Ende kommt es darauf an, wie weit man selbst im Kopf ist, ob man bereit ist, und alles andere ist so pro contra. Alles hat Vor- und Nachteile. Am Ende musst du spüren, jetzt ist es soweit und dann ist es soweit. Wie gehst du mit Freunden um, die dich hintergehen? Ui, in Klammern flirten mit Partner etc. Das ist ein bisschen schwierig, weil das immer auf die Freundschaft ankommt und jetzt in dem Fall, wenn man von dem konkreten Beispiel ausgeht, flirten mit Partner, auch von dem Partner oder der Partnerin. Ich persönlich bin jetzt nicht super krass eifersüchtig. Wenn ich jetzt mit jemandem zusammen wäre und meine beste Freundin, mein bester Freund würde mit dieser Person flirten, wäre ich jetzt nicht sofort auf 180 und würde das als Hintergehen empfinden. Manchmal gibt es Leute, die sind in ihrer Art einfach flirty, ohne da einen Hintergedanken zu haben. Klar, wenn man jetzt merken würde, dass die flirten, weil die was miteinander anfangen würden, dann würde ich auch das Gespräch suchen und sagen, hallo, kurze Frage für einen Freund, aber was ist das hier, was ist der Deal? Wollt ihr mir irgendwas sagen, so, wollt ihr losziehen, dann bitte tut das, aber gebt mir kurz eine Info. Aber so, jetzt generell, wenn jemand flirty mit meinem Partner, meiner Partnerin ist, dann wäre ich jetzt nicht sofort angepisst. Aber jeder ist ja anders und wenn das für dich ein Hintergehen ist, das ist völlig okay. Also wenn ich das jetzt genereller fasse und sage, hey, Freunde haben mich hintergangen, dann kommt es auch wieder darauf an, was sind das für Freunde, wie lange kenne ich die schon? Ist das untypisch für sie oder ist das nur eine Bestätigung dessen, was ich immer mal wieder auch sowieso schon gespürt habe? Wahrscheinlich würde ich ein Gespräch suchen, um zu verstehen, was passiert ist, weil ich einfach nach wie vor sage, dass wir Menschen alle nicht perfekt sind und jeder von uns Fehler macht und manchmal egoistisch ist und Dummheiten macht und sich im Nachhinein selber darüber ärgert. Ich meine, wir kennen das alle, wenn wir auf unser Leben zurückgucken, wie oft wir Scheiße gebaut haben und jetzt denken, kennt ihr diese Momente, wenn man so zurückdenkt, denkt, oh, fuck, warum habe ich das gemacht? Sowas kann ja auch einem Freund, einer Freundin passieren. Das wäre dann schon was, was ich besprechen wollen würde, um zu gucken, ist da auch ein Gefühl von, okay, scheiße, das hätte ich nicht machen sollen? Oder sitzt da jemand, der mir wirklich wehgetan hat und sagt, nö, du bist das Problem oder das dann umdreht oder so. Aber es gibt bei mir natürlich auch so Punkte, da bin ich sehr empfindlich, wo ich glaube ich auch entweder kein Gespräch mehr oder nur ein sehr kurzes Gespräch führen würde. Und zwar, wenn ich merke, dass ich manipuliert werde. Das habe ich vor ein paar Jahren schon mal gehabt in der Situation, dass ich das Gefühl gehabt habe, okay, da geht es jemandem nicht mehr darum, in der Freundschaft mit mir zu sein, sondern mich zu manipulieren, damit ich Dinge tue, die diese Person gerne wollen würde. Und da auch zu spüren, dass jemand, der einen sehr gut kennt, weil man lange befreundet ist, da bestimmte Knöpfe drückt, da diskutiere ich inzwischen nicht mehr. Das ist für mich kein Freund, keine Freundin, wenn Dinge, die sie über einen wissen, gegen einen verwendet werden, um selbst einen Vorteil zu haben. Da bin ich sehr empfindlich inzwischen. Also Manipulation ist wirklich für mich so ein absolutes Red Flag-Ding, genauso wie Gaslighting. Wenn ich dir sage, das und das hat mich verletzt und du sagst mir, nee, das hast du gemacht, dann ist bei mir auch finito. Das sind aber so Grundpfeiler von Freundschaften und da muss man für sich ja, glaube ich, auch einfach definieren, was brauche ich von Freunden? Generell würde ich wahrscheinlich ein Gespräch führen. Und wenn ich merke, dass es eher was ist, was man nicht besprechen kann oder nicht mehr besprechen kann, würde ich den Stecker ziehen. Denn das Leben ist so kurz, um sich mit Leuten zu umgeben, die nicht das Beste wollen. Es gibt diesen schönen Spruch, es ist immer spannend zu sehen, wie Leute über dich sprechen, wenn du nicht im Raum bist. Und da habe ich viele Jahre sehr, sehr große Zweifel gehabt, dass die Menschen, die mir zu dem Zeitpunkt nah waren, wirklich auch für mich einstehen würden. Heute habe ich das gar nicht, weil ich weiß, dass die Menschen in meinem Inner Circle in jedem Fall immer für mich einstehen würden, wie ich für sie auch. Was machst du mit Motivation und was nur mit Disziplin? Schwierig zu sagen. Ich glaube tatsächlich, 90% der Zeit mache ich Dinge mit Disziplin und nicht mit Motivation. Es gibt immer so diese Initialidee, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, boah, ich habe voll Bock, diese und jene Serie zu starten auf Instagram und ich habe so eine Funkidee, dann ist da super viel Motivation und die nutze ich auch wie so eine Welle, um dann so die ersten Sachen gleich auf die Füße zu stellen. Das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn ich dann so denke, oh geil, freier Sonntag und nach dem ersten Kaffee denke ich, oh, Idee, dann ist der Sonntag gelaufen, Freunde. Dann gebe ich mich dem komplett hin, wenn ich denn überhaupt kann, und halte alles fest, was mir zu dem Thema einfällt und versuche das auf die Füße zu stellen sozusagen. Aber das Umsetzen,
100% der Ideen passiert immer nur mit Disziplin. Denn es gibt jeden Tag Gründe, warum man keinen Bock hat, was zu machen. Es ist zu warm, es ist zu kalt, man hat Hunger, man hat Bauchschmerzen, man ist gerade müde, man hat einfach keinen Bock, man will lieber andere Sachen machen und so weiter. Und wenn ich mich dem immer hingeben würde und immer auf die Motivation warten würde, würde ich nichts gebacken kriegen. Für mich ist es total wichtig, da kommt der Straßenfeger, ich hoffe, ihr hört ihn nicht. Wie kann man den nicht hören? Motivation ist für mich immer der Startpunkt, aber Disziplin ist das, was mich dann trägt. Und zum einen ist das so dieses, ja, ich habe keinen Bock, aber ich mache es jetzt trotzdem Ding. Zum anderen sind es auch wirklich Routinen und Rituale, die mir helfen, dann auch so reinzukommen. Also ich hatte zum Beispiel früher totales Problem damit, morgens in Dutt zu kommen, anzufangen. Gerade wenn man dann selbstständig ist und zu Hause arbeitet und nicht irgendwo hingeht und da quasi so diese Initialzündung hat, okay, ich bin jetzt unterwegs gewesen, jetzt bin ich im Büro, jetzt fange ich an. Man versackt dann schon manchmal zu Hause. Und da finde ich es schon hilfreich zu sagen, okay, wenn ich aufgestanden bin, ich habe gefrühstückt und hatte so meine Zeit zum Wachwerden, dann mache ich mich fertig und kurz bevor ich arbeite, mache ich mir immer Musik an. Musik ist für mich und mein Hirn immer totaler Auslöser, um Dinge einzuleiten. So wie ich abends, wenn wir hier unsere Abendroutine machen, auch für Vimi immer ein und die gleiche Playlist, seit er klein ist, anmache, um uns dann so ein bisschen in den Abend zu führen mit den gleichen Klängen und so weiter. Und so mache ich es morgens für mich auch, dass ich mir so die richtige Motivation hole, so den Schub. Okay, ich habe überhaupt keinen Bock, ich mache mir jetzt einen Kaffee, das ist ja auch immer so den Kaffee machen, Musik und dann auf geht's. Einfach nicht drüber nachdenken, mich nicht fragen, habe ich dazu Bock, sondern einfach machen. Wie machst du Memory Keeping für Vimi? Ich hatte eine ganze Weile den Anspruch an mich, so ein Fotoalbum zu machen, um eben dann, wie ich das auch habe, wie ihr wahrscheinlich auch zu Hause, so ein großes Album, wo so seine Babyfotos und Kinderfotos und das immer so weiterzuführen. Aber ich merke immer wieder, dass ich nicht der Typ für Bilder bin. Ich mag Bilder und ich habe ja auch diese Fotobücher erstellt, so von den ersten Jahren. Das werde ich auch weitermachen, dass ich einmal im Jahr mich hinsetze und so ein Fotobuch erstelle. Das kann man wunderbar verschenken, aber eben für sich selber eben auch ausdrucken, dass man so durchblättern kann. Aber so richtig Memory Keeping machen Vimi und ich inzwischen zusammen. Und das ist großartig und ich kann euch das nur empfehlen. Es ist bei uns so gewachsen, weil er gesehen hat, dass ich eben sehr viel mit Zettel und Stift aufschreibe, weil ich, auch wenn es digital super viele Möglichkeiten gibt zu planen, für mich und meinen Kopf brauche ich, dass ich Sachen durch die Hand gehen lasse, weil mein Hirn sonst das nicht so richtig, das funktioniert nicht. Ich kann nicht über den Tag verteilen, wenn ich mir nicht mit der Hand eine To-Do-Liste geschrieben habe. Das ist einfach nochmal was anderes. Es gibt auch Forschungen darüber und ich springe da ganz krass drauf an. Und Vimi macht das eben auch, dass er manchmal sagt, er schreibt sich jetzt auch eine Liste und dann malt er so auf seinem Blatt so lauter Sachen und auch so kleine Kästchen wie so To-Do-Listen, Checklisten und so. Es ist super süß. Und irgendwann ist es so gewachsen, dass er mir dann abends, wenn ich meine To-Do-Liste geschrieben habe, von seinem Tag erzählt hat. Und ich habe dann irgendwann mal angefangen, diese kleinen Sätze, die er so gesagt hat, so aufzuschreiben. Manchmal zusammenhangslos, weil Kinder dann ja auch in dem Alter noch total krass springen. Aber ich habe irgendwann angefangen, diese Sachen, ich habe ja diese Notizbücher, die man auch bei uns im Shop kaufen kann. Da haben wir jetzt, glaube ich, schon das zweite voll gemacht. Schreibe dann auf die Sachen, die er mir erzählt. Und manchmal hat er Lust, dann auch was reinzumalen. Manchmal kleben wir Bilder ein oder kleine Eintrittskarten oder so. Manchmal vergessen wir es auch wochenlang und dann fangen wir wieder an. Aber insgesamt setzen wir uns seit relativ langer Zeit immer wieder ran. Und ich glaube, das ist nicht nur jetzt gerade für uns ein schöner Spaß, sondern es wird später auch eine sehr schöne Erinnerung für ihn sein, wenn er so durchblättert. Vielleicht guckt er auch nie rein, weil er sich denkt, what the fuck? Was ist das? Was willst du mir damit sagen? Aber vielleicht hat er doch irgendwann mal Lust drin rumzublättern. Ich auf jeden Fall. Weil es eben auch schön ist, dass es nicht von mir formulierte Sätze sind, sondern dass es seine Worte sind. Und von mir gibt es so kleine Anmerkungen da mit einer anderen Farbe. Und es ist kunterbunt und es ist total chaotisch und nicht wie so ein schönes Tagebuch, so mit dem Datum und schön geschrieben, sondern hier krakel, da krakel und die Seiten teilweise auch wirklich nur bemalt. Aber es ist halt echt und so, wie eben jetzt gerade unser Leben funktioniert. Wünschst du dir in Zukunft ein Eigenheim? Also ich weiß, dass es ja viele von euch gibt und auch Leute, mit denen ich auf Instagram mich ausgetauscht habe, die sagen, ja, Eigenheim auf jeden Fall als Wertanlage und so weiter. Und das verstehe ich auch, da hat jeder einen anderen Ansatz. Ich lege anders Geld an, um dann später eben im Alter nicht arm dazustehen, hoffentlich im Idealfall. Aber es wächst so seit 2 Jahren ungefähr so immer weiter eine Idee von einem gemeinsam Haus mit Freunden. Und es ist jetzt vielleicht ein bisschen weird und ich schmeiße es jetzt einfach mal raus ins Universum. Das tue ich seit Monaten, weil ich, je öfter wir darüber sprechen, immer mehr merke, wie gut sich das anfühlt. Ich würde gerne, wenn ich jetzt einfach mal träumen darf, ein Haus mit mehreren Wohnungen kaufen, also ein Mehrfamilienhaus, in dem nicht nur ich wohne, sondern auch die Menschen aus meinem Inner Circle. Wahrscheinlich nicht alle, weil so ein großes Haus finde ich wahrscheinlich wirklich nicht, aber zumindest ein paar, dass man da gemeinsam einfach, jeder für sich, aber schon, wenn man möchte, gemeinsam wohnt. Ich stelle mir das so vor, dass jeder im Grunde nur das an
Miete zahlt, was er jetzt auch zahlt, dann eben einfach ein Haus haben, in dem wir gemeinsam sein können, mit einem gemeinsamen Garten, wo es vielleicht im Dachboden noch irgendwie eine kleine Wohnung gibt, wo man Besuch einquartieren kann, wenn jemand Besuch hat. Oder wenn man irgendwie sagt, hey, die und die Freundin, die hat sich gerade getrennt, die brauchen Unterschlupf, dass man da eine Möglichkeit hat, jemanden aufzufangen, dass man so ein richtiges Haus hat, voller Menschen, die füreinander da sein wollen, egal in welchem Lebensabschnitt. Hey, sei es, ey, ich bin alt und klapprig, kannst du meine Einkäufe machen? Oder hey, ich brauche jemanden, der sich ums Kind kümmert, weil ich gerade heute Abend mal einen Termin habe. Oder kann jemand die Blumen gießen oder mal mit dem Hund gehen? Oder hey, Leute, ich habe Bock zu grillen, hat jemand Bock am Samstag mitzumachen? Ich habe Würstchen, hat jemand Brot? Dass man da miteinander sein kann, gemeinsam diesen Ort nutzen kann und am Ende, wenn das Ganze abbezahlt ist, einfach auch jeder weiß, das ist jetzt mein Zuhause. Ich muss da nicht wieder raus. Ich kann da bleiben, wenn ich möchte. Und ich weiß, dass ich da immer wieder hin zurück kann. Und das würde ich mir schon wünschen. Das wäre schon sehr schön. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Keine Ahnung. Aber das würde ich mir sehr schön vorstellen, dass man so gemeinsam etwas schafft. Das wäre einfach, ja, sehr schön. Stotter, stotter, ey. Hast du das Gefühl, dir fehlt etwas gerade im Leben? Und wenn ja, magst du teilen was? Also ich glaube, dass ich insgesamt aufs große Ganze gesehen schon sehr, sehr viel Glück habe. Ich habe ein sehr, sehr schönes Leben. Ich habe ein sehr erfülltes Leben. Und trotzdem gibt es natürlich Dinge, die fehlen. Ich glaube, keiner von uns hat alles. Das wäre ja auch irgendwie langweilig. Klar, wenn man das eine hat, hat man das andere nicht und so weiter. Ist ja auch völlig okay. Ich glaube, gerade jetzt aktuell merke ich, dass mir so ein bisschen Entschleunigung fehlt hier und da. Da bin ich ja sowieso nicht so gut drin. Aber dadurch, dass ich auch dieses Jahr keinen Urlaub in irgendeiner Form machen werde, merke ich schon, wie so der Gedanke an nicht so richtig Luft holen können, mich so ein bisschen stresst. Andererseits kann man auch wunderbar auch mal einen Sonntag sich rausziehen und sagen, so, ich mache heute gar nichts. Mache ich ja auch regelmäßig, um da so ein bisschen runterzukommen. Aber ich glaube, es würde mir gut tun, auf so einen Urlaub hinzuarbeiten. Aber man kann nicht alles haben. Ich will dieses Jahr super viel umsetzen. Ich wollte dieses Jahr meinen Kater retten. Und man kann, wie gesagt, nicht alles gleichzeitig und es ist auch völlig okay. Nächstes Jahr sieht es wieder anders aus und von daher ist alles gut. Klar, gibt es immer mal wieder so Gedanken, dass einem das oder das jetzt irgendwie fehlen wird im Leben. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, sich klar zu machen, was man schon alles hat. Und da habe ich sehr viel Glück gehabt. Also von daher. Warum flüstere ich? So, Kaffee ist leer. Ich bin komplett durchgeschwitzt. Ich hoffe, ich habe nicht irgendwo Schweißflecken. Ich hoffe sehr, das Ganze hat euch in irgendeiner Form inspiriert. Wahrscheinlich habt ihr zu einigen Sachen auch komplett gegensätzliche Meinungen. Dann haut das gerne mal raus. Ich mag immer sehr, sehr gerne, wenn ihr Lust habt, euch auch auszutauschen in den Kommentaren, weil ich auch da so spannend finde, wie unterschiedlich wir teilweise alle sind und doch so an einigen Schnittpunkten uns dann wieder treffen. Also sehr, sehr gerne, wenn ihr Lust habt. Ansonsten findet ihr alle, da ist auch der Straßenfeger wieder, ich flippe aus, alle Infos zu Emma und so weiter findet ihr in der Infobox. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dann, passt auf euch auf. Tschüss.